Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MLC Late Night Talk. Wir sprechen heute über das Thema Rubber, Uniform und Boots. Und mit mir im Studio ist heute der Benny als Moderator. Auch von mir ein herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns, dass wir zu unserer Folge viele passend angezogene Gäste haben. Ich darf euch vorstellen den Robert, den Ralf, den Martin und den Daniel. Ja, und da wollen wir auch gleich einsteigen mit unseren Gästen. Am interessantesten ist natürlich, was ihr jetzt zum Beispiel anhabt. Und ich würde einfach mit dem Robert beginnen. Was hast du an? Was kannst du uns darüber erzählen? Was macht dich geil dran? Okay, mag ich gerne. Ich stehe mal auf, damit ihr auch alle seht, was da alles dran ist. Einfach auch hier mit dem Licht. Das ist eine Sportuniform, die wird einfach immer individuell nach Einsatz zusammengestellt. Und heute habe ich mal ein paar Sachen mitgebracht. Natürlich einen klassisch schwarzen Overall, der drunter ist. Dann fangen wir an den Beinen an. Stiefel, Schienbeinschoner, Oberschenkelschoner, eine Weste, wo man so alle möglichen Utensilien dran befestigen kann. Und natürlich Maske und Helm. Und dazu können natürlich Handschuhe. Also schon sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr detailgetreu mit allem, was dazugehört. Ich frage jetzt gleich mal den Ralf. Was ist das für ein Modell, was du uns heute zeigst? Es ist eine Marineuniform von der NVA, also Ostblock Marine. Ist relativ schlicht gehalten, wie man sieht. Schulterklappen, ansonsten ist das nur ein Uniformschnitt. Da geht es mehr für mich, weil ich aus der BDSM-Szene rauskomme, einfach nur ein bestimmtes Szenario zu setzen. Ansonsten haben wir die Schuhe, Stiefel dazu. Kann man auch variieren, wie man möchte. Gibt jetzt nicht so explizit Dinge, auf die man achten muss oder sollte. Ist das, was, Robert, was für dich genauso ist? Dass Details sind jetzt gar nicht mal so wichtig. Das muss zu mir zum Spielen passen, oder ist die Detailgenauigkeit bei der Uniform wichtig? Ja, das Schöne an Sport ist, es gibt nicht die eine Uniform, keine Vorschrift dafür. Die wird eben immer nach Einsatz festgelegt. Ich mache das so, wie ich das eigentlich gut finde. Ich mache ein paar Materialien wie Handschellen, Befestigungen mit dabei. Und letztendlich das Interessante an dieser Uniform oder an diesem Outfit ist, dass es ziemlich massiv ist, dass es einfach eine Form von Dominanz hinterlässt und letztendlich damit einfach ein interessantes Spiel zustande kommt. Das heißt, allein wenn ein paar andere Jungs das sehen, gehen die schon fast auf die Knie, bevor überhaupt beispielsweise der Schlagstock gezogen wird. Das heißt, du würdest jetzt dein Outfit auch ganz klar der dominanten Rolle zuordnen? Ja, klassisch auf jeden Fall. Aber wenn mehrere Sportis miteinander unterwegs sind, dann stellt sich immer raus, wer dann letzten Endes der Chef und wer dann mal nachgeben muss. Und wie regelst du dann genau das? Das ergibt sich irgendwo beim Spiel. Okay. Ja, bei der Marineuniform ist das ja wahrscheinlich ein Stück weit anders. Oder würdest du das genauso sehen, Ralf? Also in meinem Kontext spricht es halt für sich, dass es eine gewisse Dominanz, Befehlsgewalt etc. mitkommt, lässt sich auch super in ein Spiel integrieren, weil man ja die Möglichkeit hat, dass die Begleitung entsprechend auch vielleicht eine Uniform trägt, dann ergänzt sich das irgendwo auch. Es ist einfach eine Symbolik auch für eine gewisse gehobenere Stellung. Das heißt, du hast noch niemanden gesehen, der sich jetzt beispielsweise in einer Marineuniform hat fesseln lassen? Nein, habe ich noch nicht. Okay. Ich glaube, das wird auch so schnell nicht passieren. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht auch mal zu unserem anderen Outfit, das wir heute hier zu zeigen haben. Beim Rubber ist es ja so, dass die Rolle zunächst mal nicht damit im Vorfeld definiert wird. Oder, Daniel? Das stimmt. Also
ich bin ja da nicht 100% auf Rubber fixiert, sondern ich kombiniere das auch gern. Also ich habe auch gerne mal Boots dazu an oder auch ein langes Rubber. Wir haben im Schrank daheim hängen komplette Rubber mit Seilen und Fesseln, und wo du dich überall halt festmachen kannst. Das ist ja immer je nach Lust und Laune, was ich gerade mag. Also total unterschiedlich. Und dann hast du ja auch von den verschiedenen Stärken, was du gerade willst. Beim einen kannst du dich mehr bewegen, beim anderen weniger. Beim einen kommst du mehr ins Schwitzen, beim anderen nicht so. Mhm. Und das macht das Reiz, den Reiz aus. Ja, ich kann mich eigentlich eben nur anschließen. Ich trage einen Rubber-Ganzkörperanzug. Das heißt, die offenen Beine und Füße sind nicht mit Rubber bedeckt. Das kombiniere ich gerne mit Socks und Sneaks. Und ab und zu als zusätzliches Gefühl der richtigen Festigung noch ein Harness drüber. Der erste Problem hat aus Leder. Ich hätte ihn gerne aus Rubber. Wäre vielleicht eine gute Veränderung in meinem Equipment. Aber momentan hält das halt hin. Ich mag das sehr Anliegende sehr gerne. Wenn man dann so anfängt, so einen leichten Schwitzfilm zu entfalten, das Feuchte, das ist schönes Geil. Ich habe natürlich auch so einen durchgehenden Reißverschluss drin. Wenn ich Rubber trage, switche ich sehr gerne. Also sehr so aktiv. Und es ist ein sehr geiles Gefühl. Ja, dann haben wir auch schon den ersten Unterschied. Während die Uniform dann schon die Rolle in irgendeiner Art und Weise mit definiert, ist es bei Rubber definitiv nicht so, sondern man kann beide Rollen in Rubber gut genießen. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Daniel, du hast jetzt eben schon gesagt, du hast ein großes Repertoire im Kleiderschrank. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen, inwieweit ist, sag ich mal, das, was du machst, was du spielst oder wie du spielst, auch abhängig davon, was du an Rubber trägst, wenn ich jetzt an Ausstattung, Details, Materialstärke oder so denke? Es kommt immer auf die Spielart drauf an. Also wenn ich in den SM-Bereich gehe, dann ist natürlich Rubber tendenziell ungünstig, weil muss es ja dann doch irgendwo vor Beschädigungen schützen. Aber gerade im Bereich Fisten oder irgend sowas, wo du auch mit dem Gegenüber sehr viel Kontakt haben willst oder auch engeren Kontakt. Das ist bei mir so, wenn sich das Ganze verstärkt, du fühlst den anderen viel intensiver. Und dann ist natürlich so, friert es mich gerade, ziehe ich das längere, dickere an oder ist es gerade warm draußen, natürlich das dünnere. Und dann je nach Lust und Laune auch mal kurz oder lang. Und dann ist ja auch interessant, gerade wenn Fotos irgendwie gemacht werden, willst du das Gesicht nicht drauf haben. Bei mir erkennt man mich natürlich. Ist halt dann auch die Sache, will ich erkannt werden? Ja. Oder will ich gar nicht erkannt werden? Dann halt was Langes. Und es ist immer nach Lust und Laune. Also ich kann es nicht klar definieren. Ist das bei dir ähnlich, Martin? Ja, ich mag eigentlich nicht diese Vollverschleierung. Also ich mag schon den Freit haben, ich finde das lange ganz gerne. Also ich mache weniger die Shorties, sondern eher das komplett die Beine und Arme und natürlich den anderen Körper voll bedeckt sind. Und wenn mein Gegenüber dann auch so ist, und dann ist der Körperkontakt, den nimmst du ganz anders wahr. Also ist Sensorik auch ein Thema an der Stelle? Ja, das ist alle sehr, sehr viel schärfer, wenn man nur nackt ist. Also das ist unglaublich, was das Rubber auslösen kann. Ich habe das am Anfang, wo ich das erste Mal Rubber getragen habe, das war sogar im Underground, und bin dann so durch die Heilige reingegangen und habe dann mal mit dem Gegenüber angefangen, mich zu unterhalten und zu näher gekommen. Und du kannst dann auch kopfmäßig sehr gut abschalten. Und dann hat es mir erst so diesen richtigen Kick gegeben, diese Funktion der Kleidung. Also zwar, was für eine Intensität das ist. Und einfach richtig geil. Also ich muss an der Stelle den Robert einfach mal fragen, weil für mich ist das jetzt gerade wirklich wie Feuer und Wasser.
was eng anliegend angeht, was, wenn du sagst, Rubber ist gefühlsverstärkend, ohne dass ich jetzt der Bär oder der Schrank wäre, aber wenn ich hier gegenhaue, wirst du das wahrscheinlich so gut wie gar nicht merken. Wie sieht es denn beim Spielen in der Uniform aus? Genau. Also du bist natürlich geschützt, das ist auch Teil einfach dieser Uniform. Und das macht ja auch das etwas Martialische eigentlich an diesem ganzen Haus. Du bist einfach in der Uniform geschützt. Manche Jungs tragen dann Motorradkombis zum Spielen. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Du bist hier komplett geschützt. Du kannst natürlich auch dann mit deinem Spielpartner, sofern er auch einen gewissen Schutz hat, auch etwas besser zupacken und ihm halt auch mal einen Schlag verpassen. Das heißt, es ist durchaus so, dass das, was du machst, logischerweise ganz eng im Zusammenhang steht mit dem, auch was du gerade an Uniform zum Beispiel anhast. Ja, genau. Das ist natürlich nicht sinnlose Gewalt, die man da irgendwo auswirkt. Man muss halt das gerade als Top dann sehr genau unter Kontrolle haben, was man dem Spielpartner dann zumuten kann. Es geht hier auch nicht unbedingt nur rein um den körperlichen Kontakt, sondern allein schon die Optik, die psychische Wirkung ist da durchaus sehr interessant. Allein schon das Sehen von einem Typen in so einer Uniform, das hat bei mir letzten Endes angefangen, sagt, boah, geil, will ich haben. Und so bin ich halt auf die Idee gekommen, mir selber eigentlich so eine Uniform zusammenzustellen und habe die halt im Laufe der Zeit weiter vervollständigt, was nicht ganz einfach ist, weil die Teile kriegt man einfach nicht im normalen Laden. Das wäre jetzt eine Frage, ich würde vermuten, Ralf, das ist tatsächlich ein Original. Ja. Jetzt aus dem Bestand wahrscheinlich auch durchaus zu bekommen. Noch, ja. Klar, es wird mit Sicherheit Sammler auch geben, die das entsprechend dann wegkaufen. Ist das eine Nachbildung oder sind das auch, kann man da Originale in irgendeiner Form erwerben? Ja, kann man. Bis auf die Weste, die ich einfach wegen der Optik interessant finde, sind alles Originale von einem amerikanischen Hersteller. Da wird es dann richtig schwierig, die zu bekommen. Da hilft einem dann ja, das bunte Auktionshaus dann weiter. Oder aber man hat irgendwelche Bekannten, die einem die Sachen dann auch aus den USA zuschicken. Und es dauert halt sehr, sehr lange, bis man wirklich seinen kompletten Satz dann beieinander hat. Natürlich kann man einfachere und günstige Sachen bei den bekannten Internetshops, die sich auf Military Outdoor spezialisiert haben, das eine oder andere Teil auch beschaffen. Aber das sind dann in der Regel keine Originale. Die Problematik besteht einfach darin, dass diese Sachen bei uns eine Prüfung haben müssten, um in den Handel zu kommen. Und da kümmern sich die Amerikaner eigentlich nicht drum. Also schon durchaus ein größerer Aufwand, das zu beschaffen. Ich weiß jetzt tatsächlich, dass es durchaus verschiedene Quellen gibt, um sich Rubber-Outfits zu besorgen. Gibt es da für euch irgendwo Favoriten oder wonach richtet ihr euch, wenn ihr sagt, ich suche gerade was Neues? Ich habe leider nicht so viel an Rubber im Kleiderschrank. Eigentlich ist das mitunter mein einziger Anzug. Der ist auch von der Stange. Das sieht man speziell hier in der Dame, weil ich leider nicht so viele Muskelpakete habe, dass das Rubber hier breiten schlägt. Das sieht man halt, das ist ein Anzug von der Stange. Da kannst du ja noch reinwachsen. Ja, ja, Vorteil natürlich beim Master Straddle Rubber ist einfach, der passt wie angegossen, man muss Maß nehmen. Aber es ist auch ein extrem großes preislicher Unterschied. Es ist nur zum Beispiel der Sitz von Latex Catfish. Und es gibt auch in Berlin die, ich nenne es mal jetzt als Beispiel, die Butcherei Lindinger. Da habe ich mir mal eine weiß Rubber Shorty mal ausgesucht und habe gesagt, ich hätte gerne das und das und das in der Farbe, das in der Farbe, hat sie Maß genommen und so runtergerechnet und am Ende waren so ungefähr um die 600 Rubber Shorty. Und dann dachte ich mir, okay, ich als armer kleiner Tariflöhner muss das jetzt mal ein bisschen durchrechnen, wie oft habe ich den Anzug an, wann habe ich die Chance dazu, den Anzug anzuziehen. Und ich sage mal so, wenn ich den natürlich mindestens einmal die Woche tragen würde, dann würde sich das schon für mich rechnen. Aber leider kommt man nicht immer dazu. Dass die Alltagstauglichkeit wahrscheinlich mit der Uniform besser gegeben. Man kann sich auch vorstellen, das ist ja nicht unbedingt eine Funktionskleidung, die schützt weder vor Kälte noch vor Wärme.
Ich könnte genauso gut auch nackt hier sitzen. Wäre für mich das gleiche Gefühl, also von der Wärme oder Kälte. Ja, ich glaube, da haben wir auch wieder einen ganz interessanten Unterschied zwischen unseren beiden Outfits jetzt heute gefunden. Daniel, frierst du gerade? Oder schwitzt du? Mir wird gerade warm. Okay. Ich greife nochmal dein Thema auf. Also ich kann da die Latexschmiede im Allgäu empfehlen. Ja, und der habe ich auch schon. Genau, ja. Und das geht wieder auf deine Frage zurück. Und zwar, es geht viel über Mundpropaganda. Du erfährst von dem einen, der ist gut, und von dem anderen, dass die Finger. Und wenn man sich da auch mal so in der Gruppe unterhält, du erfährst langsam, was für ein Preisgefüge da ist. Und bei mir war es so, ich bin da wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Mein Ex wollte sich bei Blackstyle unbedingt Gummi anschaffen. Ich habe mal gesagt, das ist nichts für mich. Ich bin dann mit der Tüte raus, er nicht. Ja, er stand in der Umkleide und das Personal hat zu mir gesagt, was machst du denn? Ja, ich warte, ja, zieh halt mal Gummi an. Na gut, okay. Und das hat sich dann geil angefühlt. Mhm. Und dann ist halt so, also das hier ist auch Maßanfertigung. Und ich habe das halt so mit meiner Lieblingsfarbe kombiniert, Neongelb. Also ich habe auch einen Farbfetisch. Ja, so Gelb und Schwarzlicht, finde ich immer voll geil. Und sagen wir so, der war jetzt in der Preisrange von 300 Euro. Ja. Ich denke, es kommt nicht unbedingt auf die Höhe des Preises an, Qualität zu bekommen, sondern einfach. Genau, wo du das dann auch herkriegst. Das beste Preis-Leistungsfeld auch herbekommst, je nachdem, wie anspruchsvoll oder wie anspruchsvoll das Rubber auch sein soll, wie gut es halten soll. Ja, und das eine ist halt, Blackstyle ist eine Apotheke. Mhm. Und eine Preise, da kostet du bei 600, 700, 800 ja. Euro und hast eigentlich erstmal einen Anzug mit ein bisschen was dran. Und wie gesagt, wir haben das auch erst nach und nach erfahren, dass der Alkohol da ist, dass der gut ist. Jetzt waren wir dreimal dort, haben den Kleiderschrank wieder aufrüsten lassen. Ja. Und das heißt, Farbgebung, Muster, wie man ja jetzt hier auch sieht, hast du sozusagen dann frei gewählt? Genau, das hat sich einfach so im Gespräch ergeben, so unterhalten und dann gesagt, er könnte ja das noch. Und mein Mann hat gesagt, ja, hier vielleicht noch ein bisschen was anderes. Und so ist es dann entstanden. Ja, wir hatten vorhin auch das Thema SM im Outfit, das heißt Robustheit, wie stabil ist das Material, wie sehr muss man darauf aufpassen, dass beim Spielen nichts kaputt geht. Auch da haben es unsere beiden uninformierten Gäste wieder ein Stück weit leichter. Noch einfacher. Genau. Wir gemacht, dass es nicht kaputt geht. Genau, bei dir kann gar nichts kaputt gehen, Robert. Ralf, bei dir, du würdest dir jetzt beim Spielen wahrscheinlich auch eher keine Sorgen machen. Nee, ich würde aber die Jacke ausziehen, weil sonst wird es zu warm. Okay, aber beim Rubber muss man ja schon ein bisschen auf die Materialstärke aufpassen, damit halt nicht zu schnell. Nicht nur auf die Materialstärke, auch in den Flüssigkeiten natürlich. Mhm. Und für welche Stärke hast du dich da entschieden? Also das ist jetzt 06er Gummi, Standard, Anfänger 04. 06er ist halt stabiler, dann musst du raufgehen irgendwie auch 1,1 mm oder noch stärker. Es wird halt dann immer fester. Und da ist halt dann auch wieder interessant, wenn es stärker wird, kannst du dich weniger bewegen. Dann geht es wieder in den SM-Bereich rein. Wir haben einen Bondage-Sack daheim, auch aus Rubber. Irgendwie relativ dicke Materialstärke. Mhm. Aber da könnte er zum Beispiel dann auch ungehindert draufschlagen. Okay. Genau, das ist ja dieses Extreme. Ich fühle mich mit dem 04er Rubber sehr wohl, weil man hat doch eine gewisse Festigung am Körper, aber dennoch extrem flexible Bewegungen. Also man kann sich wirklich super bewegen da drin. Und trotzdem noch dieses feste Gefühl am Körper zu haben, diese Kontroverse, die sich dort ergibt, genial. Jetzt hast du, Daniel, eben gesagt, es ist quasi ja ein eigenes Design, was du hast anfertigen lassen. Gibt es sowas im Uniformbereich? Auch du, Robert, hast ja gesagt, du hast es selber zusammengestellt, aber doch am Original wirklich sehr eng orientiert. Ist es aber im Uniformbereich auch so, dass man auf die Idee kommt zu sagen, ich baue mir mal eine Fantasieuniform oder geht es da schon eher so darum,
es soll am Original sein und im Zweifel auch drückt die Uniform dann auch einen Rang aus. Entscheide ich mich, wenn ich mir eine Uniform auswähle, das ist jetzt, weiß ich nicht, ein Hauptmann oder ein Gefreiter? Das machen dann eher die Rangabzeichen daraus, die an der Uniform getragen werden, nicht an der Uniform. Man muss da selbst, wie ich schon sagte, bei SWAT ist das sehr individuell, hängt halt von dem Einsatz ab, den die professionellen Jungs machen. Bei uns ist natürlich der Einsatz dann mit den Spielkameraden. Da stellt man das zusammen, was einem am besten zusagt. Da gibt es keine festen Regeln. Aber bei den klassischen Uniformen, ich habe auch ein paar Fachbeispiele hier, kannst du gerne mal dabei zeigen, wenn du magst. Da macht es dann einfach absolut Sinn, dass Oberteil und Hose dasselbe Tarnmuster haben. Magst du mal ein bisschen was zeigen, was du mitgebracht hast? Ich habe einfach mal zwei mitgebracht. Ich bin ein bisschen Amerika-lastig, das sieht man hier in meinem SWAT-Outfit. Und ich habe einfach mal die alte traditionelle Woodland-Hose mitgebracht. Das Muster ist bestens bekannt, wird auch von vielen getragen, ist relativ einfach und günstig bei diversen Händlern zu bekommen. Ich bin eigentlich über dieses Muster in dieses ganze Thema reingekommen, weil dieses grobe Muster im Gegensatz zum Flecktarn, was der Benny hier trägt, finde einfach, das vermittelt so ein bisschen optisch schon eine gewisse Dominanz. Passt für mich zumindest. Deswegen bin ich eigentlich über die Woodland-Uniform, dieses ganze Uniform-Thema eigentlich reingekommen. Und ich habe noch eine zweite, aktuellere mit dabei. Das ist ein Multicam, was aktuell im Einsatz ist, auch von unseren Jungs getragen wird. Das ist ein ziemlich modernes Muster, ist ein bisschen kleinkarierter, sage ich mal so. Grün- und Brauntöne gibt es auch in bestimmten Variationen für spezielle Einsatzgebiete wie im Dschungel oder für Wintergebiete, also wo Schnee ist, da ist es dann überwiegend weiß. Weil man Uniformen wirklich nicht mehr nach gut Dünken von irgendwelchen Militärs entschieden, sondern da wird wissenschaftlich dran geforscht, einfach um die beste Tarnwirkung zu erzielen. Und ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich insgesamt irgendwie ein paar hundert Tarnmuster auf der ganzen Welt, weil jedes Land da auch was Eigenes macht. Und man muss sich einfach aussuchen, was einem gefällt und dann schauen, was man stimmiges Ober- und Unterteil und natürlich sinnvollerweise auch eine Kopfbedeckung mit dazu bekommt. Genau, also ich habe mich ja diesmal für was Regionales entschieden von unserer Bundeswehr. Ja, genau so, wie es im Grundwehrdienst, glaube ich, auch so war. Ja, das ist dann sozusagen von der deutschen Bundeswehr. Jetzt haben wir ein bisschen was noch dekoriert auf unserem Tisch, was, glaube ich, beides ein bisschen verbindet. Also es kommt aus dem militärischen Bereich. Vom Material her wird ohnehin auch Gummi verwendet. Wir sind jetzt auch wieder beim Rubber. Ist das ein Thema, gehört es dazu auch zur Uniform, Accessoires wie zum Beispiel Gasmasken zu nutzen? Oder, sag ich mal, ist das etwas Entliehenes jetzt dann für unsere Gummibärchen, hätte ich jetzt fast gesagt, dann sowas im Spiel eingebaut wird? Und ist es ein Thema, dass die Teile tatsächlich auch aus Gummi sind? Sollten sie, sonst wird ja der Sinn auch ein bisschen verloren. Die allein die Funktion von Gummimasken ist auch wichtig. Ja. Dadurch, dass es ein dehnbares Material ist, passt es sich wunderbar der Kopfform an. Die Gasmaske dient ja zum Atmen, aber dadurch die eigentliche Funktion bei der Gasmaske, die Atmung wird dann ein bisschen konzentrierter, wird erschwerter, wird auch zielgerichteter, gerade in den Schläuchen. Da kann man zum Beispiel andere Geruchssubstanzen mit einbauen, wie zum Beispiel vom Sneaker her. Kann man jetzt wieder mal ein bisschen so in den Schlauch halten, das ist sehr geil. Oder mal den Filter, ein paar Tropfen Popperspray, das gibt dann auch einen gewissen geilen Kick. Und natürlich auch die eingeschränkte Sicht dazu durch die Sichtfenster, die kann man dementsprechend auch verkleben, je nach Wunsch vom Gegenüber. Ja. Eigentlich überhaupt nichts zu wünschen. Das wird einfach stimmen. Ja. Bei uns gehört es definitiv auch mit dazu. Gasmasken für bestimmte simulierte Einsätze natürlich absolut sinnvoll.
dann natürlich idealerweise, ich habe irgendwo einen Rumpf stehen oder liegen sehen, mit einem verspiegelten Glas, sodass, da ist er, sodass der Schmiedpartner einfach nicht mehr in die Augen schauen kann. Genau. Damit nicht weiß, was man eigentlich für Absichten hat. Genau, also ursprünglich sollte man vielleicht sagen, gehörten die zur ABC-Schutzausrüstung, das heißt, gegen chemische Angriffe, ne? Also gerade die Masken, die hier liegen, würden dann quasi eher zu dem Black Tan Outfit passen. Ne? Diejenigen mussten sie dann auch wirklich im Einsatz nutzen. Im Fetischbereich sind sie ja hauptsächlich, genau wie ihr gesagt habt, eben zum Spaß da. was jetzt, das hier ist zum Beispiel eine S10 aus Großbritannien, die ist im Fetischbereich sehr, sehr beliebt, was man unter anderem auch daran feststellt, dass es erstaunlich viel Zubehör für diese Maske gibt, sei es diese verspiegelten Gläser, da gibt es auch Abdeckungen, damit man sozusagen blindfolded spielen kann, bis hin, dass es diese Masken eben hier mit kompletten Rubber-Hoodie gibt, anstatt dieser sogenannten Spinne, wo man sie im Normalfall eben dann am Kopf festschnallt, damit sie luftdicht ist. Der Stab ist auch mit eingebaut. Genau, für den originalen Einsatz war natürlich auch mal der Trinkschlauch durchaus praktisch. Also Trinkschlauch hoch. Der ist durchaus immer noch praktisch. Der wird auch dann gern für andere Sachen verwendet, worauf man halt gerade getränkemäßig Lust hat. Ne? Lust zu haben. Oder Lust zu haben hat, genau. Ist wieder was gelernt. Die kenne ich noch gar nicht. Ja, wir haben ja auch ein ganzes Repertoire an Masken daheim. Ich bin jetzt nicht so der Maskenfan, aber es kann durchaus mal geil sein, zum Beispiel Masken, wo nur der Mund frei ist und du die Gesichtsform noch erkennst. Dann haben wir natürlich auch noch Masken daheim, klassisch, Augen offen, Mund offen, beziehungsweise wo du auch dann mit diversen Schläuchen alles kombinieren kannst. Das ist halt auch immer dann so eine Frage, worauf hat man gerade Bock? Also diese, es gibt halt zum Beispiel bei uns jetzt kein Schema, wenn wir Sex haben. Dann, das ist eine Spielart. Ich habe jetzt gerade Lust, ihn komplett zu mumifizieren. Dann ist es sinnvoll, irgendwas mit Schlauch zu machen, dass er dann überhaupt nichts mehr mitkriegt. Oder auch interessant ist gerade bei Uniform, wenn dann der Passive da liegt und trotzdem noch was sehen kann. Also wieder mit Augen. Ich kann mich dir da auch nur anschließen. Ich finde es ein geiles Gefühl, mein Gegenüber die Maske aufzusetzen und dann gewisse Atemkontrolle auch zu geben, indem ich einfach die Luft da abdrücke. Da, das ist natürlich noch ein hohes Sicherheitslevel. Du musst genau wissen, wie viel dein Partner dein Gegenüber auch aushält. Das erkennst du ja viel an Gestik und Mimik und auch Körpersprache. Und du kannst es dann auch so extrem gut geil ausheizen, dass er kurz vorm Abspritzen ist. Und du mal den Orgasmus wieder versaust und so ist. Ja, das ist eine Spielart, die man sowohl in Rubber wie auch in Uniform in den jeweiligen Rollen spielen kann. Wenn man das mal optisch sieht, ist es so ein kompletter Rubber-Outfit mit dann halt auch noch mehr stimmiger im Gesamtkonstrukt. Weil das Wort wäre jetzt auch noch, glaube ich, ganz angenehm und auch stimmig. Und man hat ja auch, wenn du jetzt in dem Outfit unterwegs bist, mit Maske dazu, dann weiß man halt gar nicht mehr, wer ist und wer noch in der Gruppe ist, kommt halt schon extrem martialisch rüber. Also das ja, macht nichts. Ja, das ist ja auch gerade gut. Das ist ja Absicht. Ja, und je mehr sich das pushen lässt mit einfachen Art des Wartens, so einfach alles ist ja alle beteiligt. Also sowohl für die Ausführenden als auch für die, die damit klarkommen müssen. Das ist nichts dagegen, wenn jetzt 5 gleiche Swatties hier stehen würden. Denke ich mir. Dann bist du immer noch so locker. Ich habe wahrscheinlich noch ein breiteres Grinsen nicht. Wenn es ums Thema Kombinieren geht, bin ich da recht offen für. Es gibt ja Leute, die haben da eine ganz strikte Regel. Rubber gehört zu Rubber, Leder gehört zu Leder. Ich finde es schön, das miteinander ein bisschen zu kombinieren. Zum Beispiel, ich trage jetzt nichts zum Rubberanzug. Das ist für manche andere vielleicht ein No-Go. Ich mag es gern. Ich
finde es auch geil, wenn der in der Schweiz ein bisschen die Beine in den Händen läuft, die Socken voll, sich voll saugen und ich dann meinem Gegenüber schön ins Face drücken kann, wenn er dann am Boden liegt. Ja, genau. Solche schönen Sachen machst du. Ja. War jetzt ein ganz interessantes Stichwort. Du trägst jetzt Sneakers, Martin. Ralf, du hast jetzt zum Beispiel passend Boots an. Der Martin kann mit Rubber kombinieren. Du könntest das nicht. Also Sneakers würden jetzt bei dir absolutes No-Go sein. Es wäre auch für mich schon. Also es gibt die Halbschuhe, die eigentlich auch eher bevorzugt werden von der Uniform. Also wenn man das jetzt auch im militärischen Vorschriftsbereich mal zurückgeht, aber ich persönlich ziehe grundsätzlich gerne Stiefel an. Und das gehört für mich irgendwo auch mit dazu. Eben die Stiefel dann zur Uniform. Ja, da bin ich deutlich flexibler. Es muss einfach passen. Ich habe jetzt leichte Stiefel eigentlich mit dazu, die sich tragen lassen wie ein Turnschuh. Ist auch einer von Nike. Es gibt auch einen bekannten deutschen Hersteller, der Schuhe für Einsatzkräfte herstellt. Die haben dann schon den Charakter eines Sneakers, sind aber dann halt nicht so farbig, sondern einfach klassisch in Schwarz. Und haben entsprechend die Sohle, die entsprechend robust ist. Da wenn du irgendwo mal auf theoretisch auf ein Hausdach klettern musst, dann brauchst du einfach leichte Schuhe, den du dich einfach gut bewegen kannst oder einfach einen schnellen Einsatz machen musst, musst du halt auch laufen können. Und da helfen dir so schwere Stiefel, die da vorne stehen, nicht unbedingt weiter. Aber Stiefel gehören irgendwo mit dazu oder passendes Schuhwerk. Man kann mit dem Schuhwerk auch noch andere Dinge machen. Man kann das ja auch gut ins Spiel mit einbauen. Zum Beispiel? Ja, wenn ich dann so einen Mann vor mir habe, der verhört werden muss und der die Informationen nicht preisgibt, dann kannst du durchaus mal auch Tritte vorn oder hinten reingeben. Ich persönlich bin Boots und Stiefel überhaupt nicht abgeneigt, ganz im Gegenteil. Das ist sehr geil, sehr sexy. Nachteil für mich ist zum Beispiel das Handling. Wenn zum Beispiel meinem Gegenüber gerne mal die Sneaks, ich stehe sehr gerne auf diesen Sneaker, einen Sneaks-Fetisch, da kannst du halt vielleicht die Sneaks ausziehen. Bei den Boots mit 12 Loch oder 16 Loch oder 18 Loch dauert halt einen Moment und in der Zeit, in der du versuchst, die auszuziehen. Ich kann mir ja behelfen und kann den mal festfahren. Sicher, klar. Und in der Zeit kann ich dann meinen Stiefel ausziehen und den mir auf die Nase halten. Das ist natürlich auch machbar. Aber für mich, speziell gerade, wenn ich gerade so im Flow bin und in der Session drin bin, sollte für mich halt nicht so lange nichts passieren. Ja. Weder als Aktiver noch als Passiver. Ich als Aktiver mache es auch nicht, wenn man gegenüber zu lange warten muss. Das macht mich wiederum auch eher dann. Ich glaube, wo du deinen Sneak ausgezogen hast, ist unser Kameramann geil geworden. Ja, also dann sind ja Boots, könnte man jetzt genauso zu Rubber anziehen, sieht man ja auch öfters. Das wäre sozusagen eine Gemeinsamkeit von beiden Outfits. Das kann man durchaus kombinieren. Also ist auch Boots daheim mit gelben Schnürsenkel, passt halt dann auch zum schwarz-gelben Outfit wieder dazu. Und was du ja gerade gesagt hast, mit diesen An- und Ausziehen, ich finde es zum Beispiel auch geil, dem anderen die Schuhe anzuziehen und auszuziehen. Aber das kannst du auch mit verbinden. Das sind immer halt so Spielarten, die mir die auch gerne switchen. Ich so, ja, gib mir damit Motivation mit. Ah, okay. Ja. Ja, wir haben jetzt sehr viel über Spielarten und was man damit spielt oder während man spielt gesprochen. Wie sieht es denn nach dem Spiel aus? Stichwort Pflegebedarf. Da gibt es ja wahrscheinlich zwischen Uniform und Rubber ganz große Unterschiede. Bei dem Ralf, musst du dein Outfit nach dem Spielen? Selten. Kommt halt drauf an, was gespielt wurde. Bei einem Bloodplay kann es schon mal passieren, dass es um die chemische Reinigung geht. Ansonsten ist es eigentlich mit etwas Auslüften getan. Okay. Ja, chemische Reinigung fällt bei euch beiden wohl aus? Ich habe es ganz gut daheim. Also Rubberpflege macht immer mein Mann.
Ah, das ist ja noch besser. Ja, da lange ich schon die, gar nicht. Die Anschrift blenden wir dann nachher unten ein. Geht es zum Waschen kommen oder die Leute mit den Wäschekörben vor der Tür stehen. Genau, ja. Aber normalerweise, klar musst du es danach waschen, weil es ist ja Schweiß dran und was weiß ich alles. Einfach ganz normal waschen mit Shampoo, dann aufhängen und hinterher mit Puder im Schrank. Du sollst nicht mit Silikon im Schrank hängen, habe ich jetzt neulich gelernt, weil die Poren vom Gummi so nach und nach verkleben und irgendwann klebt das Gummi zu. Deswegen Talkumpur. Okay. Hörte ich auch schon von einem Berliner Hersteller, der mir das sehr deutlich klar gemacht hat, als ich mal mit einem Ganzanzug bei ihm an der Theke stand und gesagt hat, kannst du mir da den Riss reparieren, ja. Und der Anzug glänzte halt von oben bis unten und war schön eingeölt mit Silikon und sagte, ja, du brauchst nicht wundern, dass da der Riss drin ist. Und hat mir dann einen sehr intensiven Vortrag gehalten, dass sich doch Talkumpuder anbietet. Den Vortrag haben wir im Allgäu kennengelernt, aber wenn du einen guten Hersteller hast oder Produzenten, der erklärt dir das auch genau. Ja. Bei mir fängt die Pflege ja schon allein mit dem Anziehen an. Man sollte da nicht zu hoch rangehen. Das erste Mal Anzug angezogen habe, habe ich eigentlich, als ich fertig war, eine halbe Stunde, schon gar keine Lust mehr auf nichts gehabt, weil ich nicht unterrichtet wurde, wie man einen Rubberanzug anzieht. Der ist ja schon sehr eng und man hat mit diesen Hilfsmitteln, wie, diese, zum Beispiel, wie das Talkumpuder, das man vorher auf die Haut oder in den Anzug hineinstreut, das ist einfach das perfekte Mittel ist, um leichtfüßig reinzukommen. Davon habe ich vorher noch nichts mitbekommen. Und dadurch, dass natürlich das alles so grob auf der Haut lag und ich dann wie ein Irre daran gezogen habe, habe ich natürlich dem Anzug nicht gerade etwas Gutes getan, weil diese extremen Belastungen allein schon durch das Anziehen und Ausziehen, hinterher war dasselbe Problem, das setzt dem Material extrem zu, besonders an den Nähten. Und ja, aber mit der Erfahrung wird man schlauer. Und immer, wie gesagt, auch in der Szene ist es am besten, immer im Dialog zu bleiben mit den Leuten, die damit schon Erfahrung haben. Und von denen kann man auch mal wissen. Ich habe zum Beispiel heute etwas gelernt. Ja, das soll es ja sein mit unseren Folgen. Ist auch so, mit Uniform oder irgendwas. Also, ich habe da mal die Erfahrung gemacht, gerade so bei diversen Sex-States. Der hatte irgendwas, was ich noch nie ausprobiert habe. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt mal ganz unvoreingenommen und dann kann ich sagen, taugt man oder taugt man nicht. Und so bin ich eben auch zu Gummi kommen oder auch zu anderen Fetischen und waren immer recht interessante Erfahrungen. Und dann durch diesen Austausch dann, so lernst du immer mehr und dann funktioniert das auch beim Anziehen, bei Trockenepilieren. Oder über haarige Beine ziehen, das ist dann auch nicht angenehm. Ja, das stimmt, ja. Wir haben ja vorhin schon über Accessoires gesprochen. Ralf, wenn ich dich jetzt so anschaue, dann kommt ja ein Accessoire relativ deutlich zum Vorschein. Magst du vielleicht kurz, ich habe, glaube ich, in Geschichte nicht aufgepasst, deswegen weiß ich jetzt nicht, welchen Rang du hast, was deine Abzeichen jetzt wieder okay. sagen. Einer im Kopf, weil es ja immer spezifisch ist und auch immer mal wieder geändert wird. Also das ist jetzt Kapitän zur See. Okay. Vom Dienstrang, aber es ist halt nur ein Accessoire. Also wenn man zu viele in diese oder zu der in diese Richtung tendiert, ich trage sowas auch auf normalen Gossip-Partys oder so und dann okay. braucht man nicht damit rechnen, dass das irgendwann erkennt, es sei denn, er war mal irgendwie oder hat sich aus welchen Gründen auch immer damit beschäftigt. Deswegen hält man das halt eigentlich auch schlicht. Okay, das heißt, Kapitän zur See heißt jetzt nicht, dass du auf Waters Frosch stehst. Nein, in dem Fall nicht. Okay. Ja, Robert, bei dir sehe ich jetzt so auf Anhieb kein Abzeichen. Welchen Rang hast du? Ja, es gibt im Realleben bei den richtigen Sorten, es gibt natürlich Rangabzeichen oder Ränge, weil die letztendlich ja im Prinzip Polizeitruppen sind und nicht im militärischen Bereich. Bei uns, bei den Spezialkräften, gibt es die Bezeichnung eben genauso wie bei den Polizisten, wo eben dann ein, zwei oder drei Punkte beispielsweise auf der Uniform sind. Und die werden dann hier? Oder? Die werden irgendwann an der Uniform sichtbar halt angebracht. Okay. Teilweise sieht man es auch auf den Brückenpatchfeldern, wenn man mal so diverse
Demos anschaut und dort die Schwarzuniformierten zu sehen bekommt, dann haben die eben nach einer Bezeichnung, da nicht die Namen draufstehen, eben dann auch den Rang mit drauf. Das ist aber auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Okay. Zum anderen kriegst du natürlich da ein interessantes Thema auch, weil wir ja im Fetischbereich sind und das ganze Thema Rangabzeichen, wie weit ist es ein staatliches Hoheitssymbol? Also wenn ich mir Polizei drauf machen würde, dann hätte ich bereits ein Problem, wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs wäre. SWAT ist bei uns in Deutschland keine Berufsbezeichnung oder keine Institution. Und damit würde das gehen. Aber wenn dann noch Flaggen und andere Hoheitszeiten mit dazukommen, dann kann das ganz böse ausgehen. Weißt du wahrscheinlich mehr dazu? Hoheitszeichen sind im Allgemeinen schwierig. Also man sollte sich da in der Tat wirklich sehr, sehr zurückhalten. Nimmt man jetzt, weil es gerade übrig war, auch bei eBay versteigert, darf man das sagen? Ja. es wird häufig irgendeine gebrauchte Uniform von jemandem, der halt Ausscheider war, verkauft. Da ist halt natürlich alles drauf, was es gibt. Es ist natürlich eine aktuelle Uniform. So, wenn es ungünstig läuft, man läuft damit durch die Stadt, es stößt jemanden sauer auf, es ist Amtsanmaßung, was schon mal ganz schwierig ist, dann kommt noch eine Militärgerichtsbarkeit dazu und am Ende vom Tag zieht man nie wieder eine Uniform an. Also gewisse Rangabzeichen kann man schon verwenden, man sollte dann aber tunlichst unterlassen, auch die Hoheitsabzeichen nicht zu verwenden, sonst wird es irgendwann schwierig. Also bei meinen Uniformen ist es halt so, das ist jetzt bei der und noch einer anderen Ausnahme, dass ein Rangabzeichen überhaupt drauf ist. Ansonsten ist es halt einfach mit der Uniform Shit. Aber ohne Rangabzeichen und ohne Hoheitsabzeichen, damit kann ich halt auch durch die Stadt laufen oder durchs Dorf laufen und das interessiert halt erstmal niemanden. Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch mit Uniformen aus der Vergangenheit sollte man wahrscheinlich auch gewisse Kapitel aussparen. Ja. Zumindest mit welchem Hoheitsabzeichen wird es dann halt richtig schwierig. Ganz genau, ja. Also jetzt glaube ich auch was man zum MEC und zum Underground noch sagen muss. Alles, was in dem Bereich verboten ist, ist natürlich auch im Underground. Das ist auch noch so ein Thema, was mich interessieren würde, da ich ja jetzt öfters mit einem Rubberanzug oder mit Rubberschrotti nachdenke, der meinen persönlichen Wünschen entspricht. Sache mit Marken und Hoheitsabzeichen. Wie gibt es denn da zum Beispiel Markenschutz, wenn ich zum Beispiel bei mir auf meinem Rubberanzug ein Buschzeichen von Nike haben möchte? Inwiefern ist das legal oder ist das überhaupt legal? Natürlich jetzt keiner kommt. Antwort auf deine Frage. Ja, kommt der auf den Produzenten an, ob der eine Lizenz hat. Also der Allgäuer darf Nike machen, aber davon nur 3 Stück. Und eins kriegt Nike als Vorlage und 2 darf er dann noch verkaufen. Den Preis anscheinend ganz gut hoch ansetzen. Also da ist recht human. Aber wie gesagt, das legen die Hersteller fest und nicht jeder kriegt die Lizenz und du selber darfst es dir draufkleben, kein Thema. Aber beim Anfertigen lassen wird es schwierig. Ich darf mir selber... Da kannst du dir selber alles drauf machen, kein Thema. Das ist wie auch aus China, kannst du dir alles bestellen. Kommt auch hier an, ist halt so im Eigenbedarf. Aber zum gewerbsmäßigen Vertrieb ist es immer ein bisschen schwierig, ob dann Lizenzen da sind oder nicht. Weil es Geld geht. Ja, sozusagen. Wurden die sich einschreiben, sozusagen. Genau, die wollen halt verhindern, dass Plagiate gibt oder irgendwelche Kollektionen erscheinen. Dass jemand Geld mit dem anderen verdient. Ja, Michael, du hattest, glaube ich, noch ein letztes abschließendes Thema für uns. Wir haben schon mal ein bisschen über Alltagstauglichkeit gesprochen. Wir haben jetzt vorhin beim Rubber schon gesagt, eher nicht so. Ist es ein Thema zu sagen, ich ziehe das einfach mal drunter, weil es mir Spaß macht? Also alltagstauglich muss ein bisschen differenzieren. Also ich bin nicht so der Fan, mit Rubber in Öffentlichkeit zu gehen, weil ich es nicht so mag. Aber wenn ich meinen Mann hernehme,
der geht auch Festival in Rabat, trägt es nicht runter, sondern einfach oben drüber. Wir sind zusammen auch schon in der Rabat Fahrrad gefahren, auch lustig. Also es interessiert eigentlich überhaupt nicht. In der Disco, die Mädels finden es toll, was ist denn das, darf ich mal anlangen? Also kannst du ganz normal anziehen, kennst du so gut wie kann. Fällt auch nicht auf. Ja, für meinen Teil, ich arbeite zum Beispiel in einer öffentlichen Einrichtung und das 40 Stunden die Woche. Ich habe viel mit Menschen zu tun und stehe auch schon am Tag. Also ich glaube, ich würde dann eher krepieren darunter. Ja, das ist ein Unterschied, ob du das in der Arbeit jetzt anziehst oder das in der Disco. Ja, ja, ich frage ja meinen Mann auch immer, ob er gerade am Sterben ist, aber nö, finde ich okay. Er glüht, habe ich so ein Stück Holz voll. Er ist happy. Aber jetzt beispielsweise Rubber und eine Uniform zu ziehen, das ist ja, glaube ich, nicht ganz unüblich, oder? Kenne ich so jetzt nicht, weil das in dem Fall wieder zwei komplette, komplett andere Spielarten sind. Die meisten ziehen ja aber schon so an, dass es ansehen, das ist auch so. Vielleicht auch ein bisschen von der Jahreszeit ab. Ja, mag sein, aber ich kenne viele, die sind da hart im Nehmen. Es kann auch minus 20 Grad sein und man läuft halt dann quer über den Parkplatz zu der Kälte und im Rabat. Das ist halt alles legitim. Was geht denn da? Also, je nachdem, wie man das halt möchte, der eine will ja das vielleicht auch, dass es mal kurz durchkühlt. Wie will das sein? Ich ist das eher 50-50. Ich mag die Optik sowie auch das Feeling. Und daher mag ich, ich habe auch meinen Motorradkombi. Sieht auch einen durchgängigen Reißverschluss, immer so nebenbei. Die ziehe ich aber auch gerne an. Wenn das hier zum Beispiel auch drunter ist, das gibt mir nochmal so einen Kick. Da ist nochmal eine Schicht drüber, nochmal so ein festes Gefühl und ja. Mit der Ausrüstung kann ich mich nicht auf die Straße trauen, weil da kann ich davon ausgehen, dass maximal innerhalb von 5 Minuten irgendjemand die Polizei ruft. Was ich aber durchaus mache, ich habe einen komplett schwarzen Overall, mit dem gehe ich einkaufen und lege mich auf die Straße. Ich habe eine schwarze Uniform aus Hose und Jacke. Gehe ich problemlos auf die Straße. Da denke ich mir inzwischen gar nichts mehr. Auch mit Stehsachen bin ich in meiner Freizeit unterwegs. Meine Nachbarn kennen das schon. Die wundern sich da über nichts mehr. Okay. Ja, da muss ich, glaube ich, meine Nachbarn noch ein Stück weit erziehen. Ich kann aber bei dir vorbeikommen. In dem Outfit. Wunderbar. Ja, und noch ein paar Kollegen mitbringen. Aber dann denken deine Nachbarn an was anderes. Dann wird man nachher in Erklärungsnot, wenn ich. Das mag man sein, ja. Viele spannende Themen, viele Informationen. Vielen Dank an euch. War eine sehr spannende, interessante und informative Runde. Danke, dass ihr da wart. Ja, danke auch an unsere Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.